singing alone on an empty room with fear in my bones and the last train passed. Everyone around me successful and lucky. Am I the only one who's good? Actually nothing. My purpose is to search and to find what I need. Is this what my destiny seems to be? Now I take the next train, I escape my past, stopping to waste my life. I won't be the last. No, I take the next train, I escape my past, stopping to waste my life. I won't be the last. Das ist einfach eine Grundidee und die haben wir dann nach und nach einfach verbessert und erweitert, ja. Ja, und dann sind wir halt mit dem Song ins Tonstudio gegangen und haben das professionell aufgenommen. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir den Gesang aufgenommen haben und die Gitarre aufgenommen haben. Als Schmutzspur. Als Schmutzspur. Ja, das ist insofern ein gutes Projekt, da man halt sowohl im Bereich Songwriting als auch im Studiobereich viele Erfahrungen sammeln kann. Man hat auch einen Produzenten dabei, der einem auch versucht, das Beste aus einem rauszuholen. Und dadurch werden die Songs halt dementsprechend gut. Ja, es hat echt viel Spaß gemacht. Es wird einem viel geboten. Und dazu zurückzukommen, was wir hier gemacht haben. Wir haben nach dem Schlagzeug und nach der Gitarre, haben wir erstmal das Lied sozusagen entwickelt und haben dann den Text darauf geschrieben, was wir vorher erarbeitet haben. In der letzten Zeit habt ihr auch eigentlich relativ viele Konzerte schon gespielt und auch durch das Projekt Auftrittsmöglichkeiten bekommen. Was sind da so eure Erfahrungen gewesen? Ja, was Auftritte angeht, war es am Anfang, wir waren am Anfang sehr nervös, das erste Mal halt zusammen als Band auf der Bühne zu stehen. Na gut, man hat halt Erfahrung gesammelt durch die Coaches, die haben halt uns gesagt, was zu tun ist halt. Aber zum Beispiel bei dieser Clubnacht im Backpackers war das halt so, wir hatten halt die ganze Zeit auch Bands dort. Wir haben dort als, glaube ich, Letzter gespielt und da war halt volle Hütte und da hat es auch selber Spaß gemacht, dort zu spielen, weil die Laune war gut, wir hatten gute Laune und ja, konnten uns der Musik hingeben. Ja, wie sind die Songs entstanden? Also das war eigentlich, irgendwer hatte eine Idee. Und dann haben wir einfach erstmal so drauf losgelegt. Hat dann, sag ich mal, erstmal eine Weile gedauert, bis das auch was Vernünftiges war. Aber als wir dann als Band erstmal so selber was Eigenes auf die Beine gestellt hatten, haben wir das dann hier in der Musikschule mit der Hilfe so verbessern können. Und wir selber noch nicht konnten, als Musiker haben wir dann so alle zusammen hingekriegt. Schritt für Schritt vorangearbeitet. Immer so ein paar Ideen gehabt, zusammengestellt, das passt. Ein bisschen gebastelt in die Post. Street Lamps.
so bright. I felt into your deep blue eyes.